Ja, liebe Zuschauer, heute hier ein absolutes Novum-Sponsorentreffen für Bertram Hornung. Und wir sind hier, wie Sie sehen können, natürlich mit der richtigen Kulisse ausgestattet. Wir sind nämlich im Porsche-Zentrum in Karlsruhe. Wir werden mit Sponsoren sprechen und natürlich haben wir den Bertram Hornung live hier. Hier ist ja jetzt der neue Dienstwagen vom Bertram Hornung. Es ist eine Augenweide. Klimaanlage, Heizung findet man hier natürlich nicht, das ist ganz klar. Braucht man aber auf der Rennstrecke nicht. Da braucht man einfach ein Gefühl für die Strecke. Und das Fahrzeug hat so eine Traktion auch am Heckspoiler, sieht man, ganz wichtig. Wenn man dann hohe Geschwindigkeiten fährt und die Fahrzeuge, die powern absolut, dann ist natürlich dieser Heckspoiler ganz wichtig, weil er macht diesen Anpressdruck auf die Hinterachse. Wenn ich Spaß dran habe und da vorne noch mitturnen kann, was in der Regel der Fall ist unter den Top 5 in der Klasse, in der am stärksten besetzten Klasse, dann sage ich mir, warum nicht. Und natürlich, wenn die Sponsoren mitmachen, weil ohne Sponsoren könnte ich mir diesen tollen Sport leider nicht erlauben. Ja, als Sportler freut man sich immer, also auch als Teammitglied. Man fühlt sich als Teil und deswegen freut man sich genauso wie der Fahrer im Auto über einen Sieg. Das ist ja das, was man erreichen wollte. Der ganze Club ist auf ihn stolz und auch wenn er beim Porsche Sports Cup ist. Wir gehen natürlich lieben gern hin in die Box, schnuppern die Rennatmosphäre, genau. Sind lieben gern auch im Boxenstopp bei der Endurance. Ist ja zweimal 50 Minuten mit Fahrerwechsel und Betankung. Man hat das Gefühl, man kann fast helfen tanken und jeder ist total begeistert, wenn er da zurückkommt und uns verbindet sehr, sehr viel mit Bertram. Bertram ist seit mehreren Jahren sehr guter Partner vom Autohaus, vom Porsche-Zentrum und wie man es von Porsche kennt, Motorsport ist mit dieser Marke so vereint. Zeigt sich auch darin, dass das Auto, was er dort hinten fährt, auf dem normalen Band vom Elfer gebaut wird. Und um das einfach weiter auszuleben und auch das Benzin im Blut ein bisschen in Wallung zu bringen, ist die Zusammenarbeit mit ihm natürlich immer so ein Herzenswunsch. Letztes Jahr beim Bertram in der Box dabei, beim Finale in Hockenheim. Und da hat mir es gleich richtig Spaß gemacht, da mal ganz nah dabei zu sein, selbst auch in die Startaufstellung rein zu können. Und der Bertram war mir vom ersten Moment an sympathisch, wir haben uns gleich sehr gut verstanden. Und da war das dann für mich relativ schnell klar, dass ich den Bertram in Zukunft unterstützen möchte. Es gibt die jungen Heißsporne, die meinen, sie müssen in der ersten Kurve oder in den ersten Kurvenpassagen ein Rennen gewinnen. Der bin ich nicht. Also lieber mal ein klein bisschen zurückstecken. Natürlich ist man bei der Musik dabei. Aber jetzt nicht gleich volle Kanne da reinhauen wie dumm. Nein, überlegt fahren, das versuchen, das Rennen zu lesen, wie ich immer sage. Und dann im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu sein. Das hat mir schon viel gebracht. Zuschauer, kommt an der Hockenheimring. Ja, genau. Und dann habt ihr alles, was ihr für so ein Wochenende braucht. Ihr habt Spannung, ihr habt Sport, ihr habt Benzingeruch und ihr habt vor allem ganz tolle Mädels. Werden Sie Sponsor, bleiben Sie Sponsor und halten Sie vor allem dem Bertram Hornung, halten Sie zu ihm und machen weiter so, denn nur mit Ihnen, liebe Sponsoren, ist es möglich, dass so ein Rennsport noch leben kann.